Ja, ganz und herzlich schönen guten Abend, lieber Michael, liebe Nicole. Ich freue mich auf diesen Abend mit diesem wunderbaren Titel Glück im Wir, Wir im Glück. Keine Ahnung, ist es ein, also auch mit deinem Namen natürlich, Michael, ein ganz passender Titel. Und ich freue mich, dass wir heute Abend über diese Reihe von Abenden sprechen können, die dann uns bis in Herbst hinein begleiten, bis in Winter hinein. Mit Praxis, mit Übungen, mit Erfahrungsräumen. Und freue mich, Michael, dass du uns das anbietest in der Integralen Akademie, dass wir dich kennenlernen dürfen, dass wir deine Arbeit ja, erforschen dürfen mit dir und auch ein bisschen was über dich als Mensch natürlich erfahren können, heute Abend zumindest in diesem ersten Einführungstalk. Ich bin Cordula Frei. Ich bin im Moment Lead der Integralen Akademie und leite die Redaktion der Medien und mache diese Gespräche so einmal im Monat mit unseren DIA-Referenten, weil ich es einfach total schön finde, euch alle mal auch kennenzulernen, zu sehen, wie ihr arbeitet, wie eure Seminare sind. Und es ist immer ganz spannend, auch mit den verschiedenen Menschen, die dazukommen. Also ich denke, das ist eine schöne Sache, so in die dunklere Jahreszeit zu gehen mit diesem Thema Glück in dir. Und Nicole, ganz schön, dass du dabei bist und mich unterstützt, vielleicht auch mit deinen Fragen oder Anliegen, die wir jetzt in der nächsten Stunde mit Michael besprechen können. Ja, Michael, ich übergebe dir kurz das Wort als Begrüßung an uns, an unsere Zuhörer und habe dann gleich schon die ersten Fragen an dich natürlich parat. Ja, vielen Dank, Cordula, dass du mir die Gelegenheit gibst, hier mit euch zu sprechen. Wir sind ja automatisch jetzt in einem kleinen Wir-Raum, einem Dreierraum, den wir jetzt weiter ergründen und erforschen. Das Wunder des Wir ist, sage ich, sozusagen essentiell für jeden Menschen. Alleine können wir nicht existieren und wir sind immer in einem Zusammenhang mit Menschen, Familie, Freunde, Arbeit. Und dieses Wir wird für meine Meinung, nach meiner Meinung, viel zu wenig bewusst gemacht. Wir können zwar sagen, ich fühle mich wohl, also ich fühle mich jetzt wohl mit euch, das ist, aber es ist noch oft nicht klar, warum jemand sich wohlfühlt oder unwohl fühlt. Und man ist ja da nicht ausgeliefert oder irgendwie Opfer, sondern durch das Bewusstmachen kann man die Qualität des Wirfeldes spüren und eventuell auch beeinflussen. Oder wenn es nicht geht, einfach muss man manchmal auch einfach weggehen. Ja, ich bin gespannt auf eure Fragen, weil ich am besten funktioniere, wenn ich gefragt werde. Ja, ich nehme gerne das Stichwort einfach weggehen, aus zweierlei Gründen. Einerseits ist ja dieses Wort WeSpace gerade in den integralen Kreisen auch umstritten, auch kritisiert, so im Sinne von, sagen wir mal, in Seminaren, wo es angewendet wird, im Sinne von, du musst. Du weigerst dich, du hast einen Schatten, deswegen willst du nicht im Kollektiv, also ich mache es jetzt kurz, bei mir war das so schon im Kindergarten ein Thema, dass ich allergisch war gegen dieses Wir und wir müssen jetzt und wir spielen jetzt alle Flöte und jetzt gehen alle zur Toilette. Also so für mich ein ganz schreckliches Ding. Und jetzt hast du aber ja vom Glück gesprochen, also von dem Glück im Wir. Und ja, natürlich gibt es dieses Glück, das kennen wir alle. Ganz persönlich interessiert mich privat im Moment, in meinem Umfeld, bei meinen Freunden erlebe ich so ein Phänomen, dass sich viele Paare gerade trennen, also Stichwort weggehen, obwohl sie sich zutiefst lieben. Und das ist etwas, was, ich weiß nicht, vor 10 oder 20 Jahren nicht so war. Also diese Art der Trennungen, die so schmerzvoll sind, weil so eine tiefe Verbundenheit und Liebe da ist und doch auch so ein ganz klares, es geht nicht, ja, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, das ist auch neu, gerade auch durch die Individuation, dass wir das stärker spüren, was uns gut tut und was nicht.
dass wir nicht mehr so stark gebunden sind durch das Kollektiv, also im Sinne von, man muss verheiratet sein oder man muss ein Ehepaar sein, um Kinder zu erziehen oder um finanziell zu überleben und so weiter und so fort. Also wir haben ja da sehr viel Freiheit, sehr viel Eigenständigkeit entwickelt, Ich-Kraft. Und ich frage mich zum einen, ob diese Ich-Kraft der Grund ist, also die bewusste Ich-Kraft, dass wir nicht mehr geneigt sind, so viele Kompromisse zu machen im Wir-Raum. Und zum anderen auch besser auf uns achten, also auf Dinge, die uns wirklich einfach nicht gut tun, ohne dass mich jetzt per se jemand verletzt. Aber es ist ja so mit den einen Menschen, man kann sich riechen oder nicht so gut riechen. Und was hat Liebe mit dem Ganzen zu tun? Das fände ich schön, wenn wir das zu dritt ein bisschen anschauen. Und was hat der Wir-Raum damit zu tun? Heißt es Zugehörigkeit, man ist zusammen? Oder kann dieser Wir-Raum auch eben sein, nein, wir müssen gar nicht zusammen leben, zusammen eine Beziehung führen, aber wir sind zutiefst verbunden. Wir teilen etwas gemeinsam. Und da scheint mir so ein ganz großer Ohnmachtsmoment zu sein bei vielen Paaren, die mit dieser Diskrepanz oder auch Ambivalenz zu tun haben. Also das war so meine Einstiegsfrage. Wie siehst du das, wenn du von Glück im Wir sprichst? Ich glaube, es gibt sowas wie den Zauber des Anfangs, dass wenn man sich trifft, ob jetzt als Paar oder als Gruppe, oder dass der Anfang, der Kontext sehr stark bestimmt, wie die Beziehung weitergeht. Also wir haben jetzt hier den Kontext, wir wollen über Wir-Raum sprechen, das ist schon mal ganz offen, und wir haben jetzt keine Verstrickung miteinander. Das ist auch ein großer Vorteil für diese Erforschung, diese verschiedenen Stufen des Wir. Und ich habe mich auch seit 1,5 Jahren aus einer Beziehung entfernt, weil ich gemerkt habe, dass ich mich sehr stark anpasse. Und dass diese Anpassungsleistung mir Lebendigkeit kostet. Und deshalb bin ich jetzt Single oder Solo und muss das auch erfahren, wie es ist, alleine zu sein und eben nicht diese automatische Gemeinschaft zu haben, dass man gemeinsam aufwacht und gemeinsam frühstückt. Und ich sehe eben, dass diese Anfangsstunde oder Anfangssituation sehr wichtig ist, um eine Beziehung auch rückwirkend mal anzugucken. Und das ist, sag ich mal, eine Zweierbeziehung ist etwas Besonderes. Was wir hier machen, ist ja jetzt mal eine Art Übung. Wir haben jetzt, außer dass wir uns hier zusammensetzen und das erforschen wollen, kein Projekt, das sich irgendwie manifestiert. Und das ist mein großer Unterschied zu einer langjährigen Beziehung, in der man vielleicht auch Kinder hat oder gemeinsame Projekte bis hin zur Heirat. Und ja, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber so geht's mir. Ja, da sind natürlich ganz viele Aspekte jetzt drin. Ich freue mich auch, Nicole, wenn du vielleicht auch was dazu sagen magst in einer Sekunde. Aber was sehr resoniert, ist dieser Anfangsmoment. Das finde ich ganz spannend, auch für uns jetzt natürlich, könnten wir auch mal als Übung anschauen. Und oft ist es ja tatsächlich so, dass in diesem ersten Moment alles schon enthalten ist, nicht wahr? Also wenn man, ich finde das eine tolle Übung, wenn man wirklich mal zurückdenkt an, das können ja auch die eigenen Kinder sein, der erste Blick bei der Geburt. Also finde ich ein total schöner Impuls, mal darüber nachzudenken. Und dann, was passiert denn eigentlich in Folge? Ja? Oder warum passieren die Dinge in Folge, wie sie dann eben passieren? Woran liegt das, dass wir diesen entweder Zauber des ersten Momentes wie vergessen, zum anderen aber vielleicht auch, war das gar nicht der Zauber in diesem ersten Moment und wir dachten, es war der Zauber. Das könnte ja auch sein. Also
ich kenne das so von meinen Ausbildungsgruppen. Ich bin ja selber Therapeutin, musste deswegen natürlich viele, viele Selbsterfahrungskurse durchlaufen. Und wie du so schön sagst, in einigen Gruppen, da hätte ich gleich schon nach 2 Minuten sagen können, dass ich am besten gerade wieder gehe. Und bei anderen Szenarien hatte ich zwar Widerstände, aber spürte, das ist gut, das ist wichtig und bleib und geh diese 7 Tage mit diesen Leuten Tag und Nacht. Was ist der Unterschied, ja? Wie kann ich wissen, dass es mir gut tut oder nicht? Ja, ich denke, wenn eine gemeinsame Entwicklung möglich ist, also wenn sich alle bereit erklären, eine gewisse Entwicklung gemeinsam zu gehen und auch bereit sind, Identifikationen aufzulösen. Und das, ich kenne das auch, man trifft sich am Freitagabend zu einer Gruppe und dann denkt man, soll ich jetzt mit diesen Pfeifen da das ganze Wochenende verbringen? Und am Sonntagabend hatte man mit jedem eine intensive Begegnung gehabt und man fühlt sich sehr verbunden. Also das, sage ich mal, ist ein gelungenes Seminarwochenende. Und da ist es eben auch gut, die Widerstände, sage ich mal, in der Schwebe zu halten, nicht jetzt zu brechen, sondern einfach anzugucken und die Chance zu haben, ja, was aktiviert mich? Und damit, da kommt natürlich sofort die Schattenarbeit ins Spiel, dass man schaut, was affektiert mich, was aktiviert mich, was hat es mit mir zu tun? Und das kann man nur freiwillig machen. Und ja, wenn das jetzt verordnet wird, dann ist das, glaube ich, letztes Jahrhundert, die ersten Encounter-Gruppen, da mussten die Leute sich nackt hinstellen und sozusagen die ganzen Widerstände, Identifikationen wurden da gebrochen und so kann es nicht funktionieren. Es ist immer eine freiwillige Wahl, die man treffen kann. Also könnte man fast sagen, es müsste ein Wunsch auch für eine gelungene Anfangsbeziehung, also einen gelungenen Anfangsmoment in beiden sein gleichzeitig, die Identifikation zu lösen, zu weiten, Raum, also jetzt sind wir wieder im Raum, dem Wort Raum, Wir-Raum, also eine Weitung, das ein Ja dazu, nicht an dem festzuhalten, was ich schon weiß und von was ich ausgehe, was ich glaube zu sein, wäre vielleicht wie eine Vereinbarung, die man miteinander treffen könnte, also was muss man gar nicht verbal immer machen, aber es ist vielleicht gut, das so im Blick zu haben. Ist diese Bereitschaft spürbar, fühlbar oder kommt mir da sowas entgegen im Sinne von, das ist so, das war immer schon so und so soll es auch immer bleiben? Ja? Ich denke, am Anfang ist man sehr neugierig aufeinander, jetzt gerade sagen wir, in der Liebesbeziehung oder wenn auch Erotik und Sexualität mit im Spiel sind. Und diese Neugier kann natürlich sehr schnell verblassen, wenn man sehr stark projiziert in den anderen, dass man den anderen gar nicht als Mensch sieht, sondern als Erfüller der eigenen Bedürfnisse. Und dann kann das relativ schnell wieder scheitern. Und ich unterscheide auch zwischen Kraftquelle und Kraftgeber. Also auf Englisch heißt Power Source und Power Feeder. Und also wenn jemand eine Idee hat, dann ist er die Kraftquelle und der andere klingt sich ein und gibt seine Energie rein, das wäre der Power Feeder. Und wenn es in einer gelungenen Beziehung wechselt, das immer wieder, dass der eine mal Power Source ist und der eine Feeder und umgekehrt. Wenn nur der eine immer Power Source ist und der andere seine Energie reingibt, dann ist es asymmetrisch, finde ich, und ist dann oft dysfunktional. Ja. Nicole, magst du was dazu beisteuern? Ja, eigentlich höre ich gerade noch so ein bisschen zu, und aber natürlich habe ich auch ganz, ganz viele Ideen, welche Perspektive man jetzt gerade betrachten möchte oder von wo aus wir schauen oder wie geht es jetzt nur um Paarbeziehungen oder geht es Gruppen oder geht es um diese Begegnung jetzt mit euch gerade?
ja, mich einzulassen. Ich glaube, das ist vielleicht der schönste Beitrag, den ich gerade leisten kann, dass ich mich einfach einlasse, ohne irgendwas zu erwarten und ohne schon tausend Dinge auch dazu beitragen zu wollen, ja, weil reden kann ich sehr gut, aber es ist auch gut, wenn ich einfach mal schaue, ne? Das Integrale ist einfach noch mir nicht ganz so vertraut und ich habe damit schon sehr viel zu tun gehabt, so beides gleichermaßen war. Deswegen, ich komme einfach rein, wenn mein Impuls sich zeigt. Oder ihr habt eine spezielle Frage an mich, das wäre vielleicht einfach auch für mich dann einfacher. Zumindest also ich finde das ganz wunderbar in unserem Wir-Raum. Es ist auch sehr bereichernd, also gerade wie du es beschreibst, also diese Präsenz und dein Dasein. Und ist für mich total schön. Also Frage habe ich jetzt gerade selber noch keine. Aber doch, du hast einen Impuls gerade gesetzt, nämlich, du hast gesagt, das Integrale. Und Michael, wenn wir über Wir-Raum sprechen hier im integralen Forum, dann ist natürlich schon auch die Frage, was ist jetzt da besonders aus Sicht des Integralen zu beachten, also wenn wir über Wir-Raum sprechen. Im Prinzip ist es erstmal eine Zustandsveränderung in der Gemeinschaftsentwicklung. Da möchte ich jetzt mal diese drei Körper benennen. Wir haben ja den physischen Körper, grobstofflich, den subtilen Körper, feinstofflich und den kausalen Körper, formlos. Und in einem 24-Stunden-Rhythmus durchlaufen wir diese Phasen ständig, alle Tage, alle Nächte. Also wir sind im Wachzustand. Jetzt würde dem grobstofflichen Körper entsprechen. Im Traum sind wir ganz im feinstofflichen. Da können wir keine Möbel verschieben. Wir können auch aus dem Fenster springen. Es passiert unserem Körper nichts. Und dann gibt es dann noch den traumlosen Schlaf. Also diese drei natürlichen Zustände. Und so sehe ich auch die Bewegung in der Gemeinschaftsbildung, dass man sich erstmal trifft, jetzt hier elektronisch, audiovisuell. Manchmal ist es besser, man sitzt sich gegenüber, aber das ist ja auch jetzt das Mittel der Wahl. Und dadurch, dass wir jetzt eine Atmosphäre von Wohlsein entstehen lassen, können wir in den subtilen Bereich uns wohlfühlen und ausdehnen. Und wenn wir länger sprechen, dann gibt es natürlich auch irgendwann Widersprüche, die auftauchen können, die uns aktivieren. Da spricht man dann von der Chaosphase, wenn man eben nicht nur nett sein kann, sondern dann aktiviert ist. Und da käme die Schattenarbeit ins Spiel. Und wenn man diese Chaosphase einigermaßen übersteht, ohne große Strukturierung oder Führungswünsche, dann, ja, man geht quasi durch eine Art U-Prozess oder beziehungsweise eine Art Hoffnungslosigkeit und nicht wissen, wie es weitergeht. Wenn wir uns da rein entspannen können, dann steht was Neues, das wirklich aus der Intuition auftaucht und nicht jetzt geprägt ist von unseren Vorgeschichten. Das wäre jetzt fürs Integrale diese Zustandsbeschreibung. Natürlich braucht man dann auch ein gewisses Zeugenbewusstsein. Der vierte Zustand, wie es Wilber nennt, Turiya, der diese drei natürlichen Zustände bezeugen kann. Hätte ich gerade eine Frage. Ja, gerne, Nicole. Will dich nicht unterbrechen. Ja, nee. Vielleicht magst du gleich, was du meinst. Und ich habe gleichzeitig die Frage, wenn du über diese Zustände sprichst, könnt ihr mich hören? Ja. Instabil. Also, wenn du von diesen Zuständen sprichst, wie gelingt dir das,
in Beziehungen mit deinen Mitmenschen zu sein, die vielleicht noch nicht auf der integralen Stufe angekommen sind. Das heißt, wie gelingt dir das, aus integral mit Menschen zusammen zu sein, um trotzdem ja, einen gelungenen Wir-Raum zu kreieren? Ja, wenn ich jetzt mit meinen Enkelinnen spiele, die sind 2 und 4, die sind auf einer anderen Stufe. Ich habe mit denen ganz intensiven Wir-Raum und kann mich da auch entspannen. Also es muss nicht, ich brauche jetzt nicht jemand auf der gleichen Stufe, um mit ihm in den Zustand von der Gemeinschaft zu kommen. Und natürlich in Gruppen, die Gruppen sind geprägt durch ihre Mitglieder und die haben verschiedene Ebenen, die sie einbringen. Da wird es dann wieder anders, weil die Themen sind dann auch unterschiedlich. Und im Prinzip kann ich mit jeder Stufe einen Wir-Raum ermöglichen. Ich kenne ja die anderen Ebenen. Und Cordula, du weißt es am besten, du hast Erfahrung mit Tieren. Tiere haben in dem Sinne jetzt keine Entwicklungsebenen, aber sie sind von ihrer Präsenz und Unmittelbarkeit sehr, sehr gut, um jetzt in uns solche Zustände anzuregen. Und in größeren Gruppen wird es natürlich immer darum gehen, weil die unterschiedlichen Weltbilder da zusammenkommen und sich reiben. Und jeder ist natürlich irgendwo mit seinem Weltbild identifiziert und das führt zu diesem Chaos. Und ich finde es extrem schwierig im Moment mit den unterschiedlichen Ansichten über Corona, sage ich mal, das C-Wort, ein Wirfeld herzustellen, weil die Weltsicht, alle sind wir so stark identifiziert mit unserer Weltsicht, dass wir da so stark festhalten und es braucht wirklich die Bereitschaft, das irgendwie in Schwebe zu halten und nicht zu kontrahieren. Ist das eine Antwort für dich? Also verstehe ich dich richtig, dass du sagst, dass du aus deiner Art zu leben mit allen Stufen einfach nur klarkommst, dass du es einfach entspannt löst, weil du alle Stufen so gut kennst. Würdest du das beschreiben? Habe ich dich da richtig verstanden? Also höhere Stufen, die kenne ich nicht. Ja. Also wenn andere vielleicht mit mir zu sagen, ja, mit Michael kann man schon ganz gut reden. Mhm. Aber die anderen Stufen, die habe ich ja selbst erfahren und ich kann ja in der Leiter auch wieder mal runtergehen und die Perspektive einnehmen, ohne dass ich mich aufgebe. Mhm. Und es ist immer die Frage, was ist der Purpose, was ist der Zweck der Gemeinschaft oder was? Du hast ein Team bei dir, du bist Physiotherapeutin, habe ich gesehen, mit einem Team. Da hast du ein eigenes Wirfeld. Und je nachdem, was beabsichtigt ist in der Gemeinschaft, wird man halt schauen, was man für Ebenen einnehmen kann. Oder auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man durch eine Gemeinschaftsbildung die einzelnen Individuen nach oben heben kann. Das ist vielleicht eine Einladung, aber ich habe es erlebt in meinen integralen Salons, wenn jemand kommt, der ist begeistert von der integralen Idee, das ist wie so eine kleine Erleuchtung und der hat dann diese Karte im Kopf und sagt, jetzt kann ich, oder diese Brille, jetzt kann ich alles einordnen, das ist fantastisch. Und dann kommt er zusammen, ist vielleicht eher orange, rational orientiert und kommt mit Grünen, die sehr gerne über ihre Gefühle sprechen, zusammen und dann entstehen sofort irgendwelche Unterschiede oder auch die reiben sich die Weltanschauungen und ich sehe dann wieder, die Leute fallen wieder raus. Es braucht eine gewisse Bereitschaft, Resilienz oder sage ich mal Bereitschaft zu leiden, weil diese Schattenarbeit ist immer unangenehm und freiwillig macht es keiner.
Schattenarbeit mache ich nur, wenn ich den Sinn dahinter sehe, dass es mir hilft. So, was ich ja als Schatten identifiziere, habe ich ja abgeschoben, abgespalten, verdrängt. Das kann ich ja wieder zu mir zurücknehmen, indem ich diese Schattenarbeit mache. Und damit habe ich mehr integriert, habe mehr Wahlfreiheit. Und das ist für mich auch die Bereitschaft, den Schmerz auszuhalten. Wer das nicht kennt, der wird es vermeiden. Also wie der Teufel das Weihwasser. Also die sind dann ganz schnell wieder weg. Sprechen wir doch mal über diesen Schmerz. Also du hast auch das Wort Kontraktion gesagt. Wir kennen das alle. Also das Verengende, dieser Moment, ja, wo wir uns zusammenziehen. Und jetzt hast du vom Schmerz gesprochen. Also lass uns doch mal gemeinsam schauen, was für eine Art von Schmerz ist da eigentlich gemeint? Also bei mir zum Beispiel taucht auf in meinen Gruppenerfahrungen, Teams, Beziehungen, würde ich so meinen Schmerz deuten, mich benutzt zu fühlen von der Gruppe für deren Ziele, die aber gar nicht vielleicht mein Ziel sind. Das ist jetzt einfach spontan bei mir aufgetaucht. Hast du ein konkretes Beispiel? Naja, dass einer in der Gruppe vorgibt, was das Ziel ist. Also zum Beispiel, wir wollen lernen oder wir wollen das und das in der Ausbildung verinnerlichen oder in Unternehmen, das Unternehmen soll dann dahin gehen. Und dann kommt dieses Team zusammen oder diese Gemeinschaft und gibt sehr viel diesem anfänglichen Zauber, diesem anfänglichen auch engagiert sein. Und in meiner Typologie passiert es dann ganz oft, dass ich sehr viel mich dem zur Verfügung stelle, also zu viel, das ist das, was ich lernen muss. Und dann, wie meine Kraft sich verselbstständigt in den Zielen der anderen, die aber dann gar nichts mit mir mehr zu tun haben. Und dann bricht dieser We-Space weg, also dieser Wir-Raum, weil ich mich da gar nicht mehr wiederfinde und eigentlich nur leer und ausgesaugt mich fühle und benutzt. Das ist mein Schmerz. Also wenn ich jetzt von Schmerz spreche, benutzt zu katalysieren, eine Veränderung zu bringen. Aber nicht in dieser Offenheit, wie wir ja auch jetzt gerade hier sprechen, im wirklichen Nichtwissen, wohin geht es auf dieser Reise. Und jeder ist gleichermaßen dafür verantwortlich, gesprochen, schlimmster Moment in meiner Voice Dialog-Ausbildung, da war ich 21 in einem Retreat, wo der Leiter sagt, ihr müsst jetzt alle das machen. Damals war es eine Encounter-Gruppe und er einfach vorgegeben hat, warum wir das jetzt wie machen müssen. Und ganz viele berechtigte und auch weise Alternativen von der Gruppe in den Raum getragen wurden und er einfach mit dieser Dominanz sagte, nein, ihr müsst es machen, ja, ihr müsst diese Übung jetzt machen. Da bin ich dann zum Beispiel abgereist. Also da merkte ich, das geht über meinen Körper, das geht über mein Wohlbefinden, das geht über meine Antennen, meine Haut, also da, wo meine Haut mir sagt, das tut mir jetzt nicht gut. Ja, das wäre mein Schmerz. Und dann geht man und ist natürlich alleine, ja, also das tut weh. Und die anderen, die Hälfte blieb oder drei Viertel blieb und die waren dann das Kollektiv so. Aber das ist ja nur aus meiner Typologie gesprochen. Also mich würde auch interessieren, wie würdet ihr dieses Wort Schmerz deuten? Du, Michael, hast es ja angesprochen, dieser Schmerzmoment. Erlebst du es vielleicht auch in deinen Gruppen oder in deinen Salons? Man könnte vielleicht auch sagen Widerstand, aber du hast das Wort Schmerz gewählt. Also was ist dieser Schmerz? Ja, vor allem in,
im Salon, wo es um Wir-Praktiken geht, da bin ich als Leiter eher in einer, nicht in einer Machtstellung, sondern eher in einer Ohnmachtstellung. Das heißt, in mir tauchen sämtliche Gruppenschatten auf und das schlägt sich dann im Körper nieder, dass ich müde werde oder unruhig oder am liebsten rausgehen würde. Da gibt es ganz viele Fluchttendenzen, mich dem zu entziehen. Und es gibt dann oft wenig Möglichkeit, das anzusprechen. Es braucht dann auch wieder ein Hören von der Gruppe, dass ich es ansprechen kann. Und wenn das Hören nicht da ist, das ist dann wirklich schmerzvoll. Und dann braucht es manchmal jemand, der mich anspricht und sagt, was spürst du gerade? Und damit kann ich wieder einsteigen. Weil oft ist es dann, wenn man als Gruppenleiter interagiert oder als Facilitator, dann hat man sofort die Projektionen auf den Buckel und kann eigentlich gar nicht, kommt nicht weiter. Also das ist so eine Schmerzerfahrung und die auch wieder verschwindet, wenn die Gruppe sich einlässt und auf eine tiefere Ebene geht, dann entspannt sich auch mein Körper und ich habe diesen Drang, ich muss was erreichen, das muss jetzt irgendwie passieren. Das ist dann, das suspendiert sich. Also das ist immer wieder ein neuer Prozess, weil der Zustand ja nicht, der ist ja nicht stabil. Also es ist ein Zustand, der erreicht wird von großer Offenheit. Und je nachdem, wie viel die Leute aushalten können an Offenheit, da kommt dann wieder irgendeine Bemerkung und dann geht der Raum wieder zu. Und die Übung ist eigentlich immer zu gucken, wie kann ich den Raum öffnen durch Sprechen und Hören und wie lange kann die Gruppe diesen offenen Raum halten. Also den würde ich jetzt kausal nennen, weil da ist jeder in einer Art Zeugenposition oder Zeugenbewusstsein und wenn jemand spricht, entsteht mehr Raum. Und wir kennen das alle, wenn jemand Raum verbraucht, das nervt uns so ziemlich, ja. Und dann ist der Zustand da und er wird dann wieder verschwinden. Aber das wäre jetzt die Übung, zu sagen, wie kann man öffnen, beobachten, bezeugen und dann geht es auch wieder zu. Ich hätte auch noch was beizutragen. Ich habe jetzt gerade zwei Richtungen bei mir bemerkt. Das ist einmal meine Typologie ist auch, ich bin ein Dreier-Enneagramm-Typ und die sind halt immer sehr, ich muss es besonders gut machen, ja. Ich muss die beste Antwort geben und so. Und ich habe gerade diesen Impuls gespürt, so boah, hoffentlich gelingt mir das auch, diese besonders tolle Antwort zu geben. Und gleichzeitig bin ich vor ganz kurzer Zeit, also vor 4 Wochen, durch einen wirklich tiefen Prozess gegangen und dieser Schmerz, der mich einfach seit Jahrzehnten begleitet, eigentlich mein ganzes Leben, dem konnte ich Auge in Auge sozusagen sein. Und das ist dieser Schmerz, allein sein zu müssen, niemals allein sein zu können und dieses ganze Drum und Dran, dieses ganze Konstrukt, was dieser Körper hier dafür erfunden hat, dass er das nicht sein muss, zu erkennen, das durchzufühlen, zu erkennen, was macht der Körper in dem Moment, wenn man wirklich diesem Angesicht genau gegenübersteht und dann zu erkennen, dass, ja, dieses Wort hat fast eine Plattitüde, so dieses All-Eins zu sein, also mit allem so zusammen, also eins zu sein mit allem, was einem begegnet und diese Einheit, dieses eben das zu sein, das war so, dass dieser eigentliche Schmerz, den ich immer und immer vermieden habe, quasi wie so eine Illusion mir nur noch vorkam. Also es ist fast wie, ja, wie eine Illusion gewesen. Und das bedeutet jetzt, also dieses immer im Wir-Raum sein zu wollen, ne, diese, ich muss es unbedingt, ja, was wird jetzt daraus, ja? Das ist auch die Frage, die ich habe, was ist jetzt? Ja, dieses zu erkennen, okay, alles klar, das war Nicole bisher und was geht jetzt? Ne, was bedeutet denn wahrhaftige Beziehung oder wahrhaftige Begegnung jetzt? Was bedeutet eine Gruppe jetzt? Wie kriegt man das tatsächlich hin, ja?
nicht sein zu müssen, sondern ein Geschenk zu bekommen, mit euch hier in diesem Raum sein zu dürfen. Ja? So, was passiert jetzt? So ein bisschen so gespannte Vorfreude so. Und gleichzeitig ein bisschen Demut vor dem, was ich erlebt habe, so, ja. Also ganz interessant. Also ganz schön. Also ich bin so dankbar, ja, dass ich das erleben durfte. Und gleichzeitig wirft das bei mir einfach sehr viele Fragen auf, was jetzt kommt. Ne? Und wie kann man das schaffen, gemeinschaftlich auch genau. Erstmal in Beziehung zu sein, als Partnerbeziehung, wie geht das wirklich? Wie funktioniert das wirklich, ne? Wenn Beziehung das eigentliche Schattenthema war? Wie funktioniert jetzt wahrhaftige Beziehung und wie funktioniert ein großer Wir-Raum, ja? Ein Wir-Space, den ich einfach nicht mehr verlassen möchte, ja? Weil es einfach nur noch, eigentlich jetzt nur noch in die Zukunft geht, ne? So. Ja, total schön. Ich habe jetzt da auch echt einfach mal das Bedürfnis, dem nachzulauschen. Das hat doch auch viel mit dieser Stille jetzt zu tun, mit dem Nichts wissen müssen. Das taucht in mir jetzt so auf. Ja, vielen Dank, Nicole, dass du das mit uns teilst. Also ich merke so eine gewisse Leichtigkeit, auch eine gewisse Trauer. Und ja, was ich für mich persönlich immer mehr schätze, ist dieses Ruhen in der Präsenz. Präsenz meine ich in dem Sinn, dass ich mich ganz auf die Wahrnehmung konzentriere, also dass mein Schwerpunkt in diesem Bereich, in dem kausalen Bereich ist, wo ich beobachten kann, wie meine Gedanken, meine Gefühle, meine Wahrnehmungen passieren. In dieser Raum, der ist immer da, der hat keine Widerstände. Und von dem Ort dann herauszugehen in die Welt, das finde ich sehr inspirierend. Und ich hatte das jetzt, ich bin Wassertherapeut auch unter anderem. Ich war jetzt in Griechenland und habe Menschen bewegt im Wasser und dann mich geübt in der Präsenz mit den Menschen, den ich da im Arm halte, im warmen Wasser. Vielleicht ein ganz gebrechlicher Körper, den ich ganz wenig bewegen kann, wo ich vielleicht nur den Kopf halte aus dem Wasser und merke, wie fest der ist. Und dann stelle ich mir vor, wie wieder eine leichte Bewegung stattfindet, was wie so eine subtile Vorstellung. Und das hat mich sehr mit sehr viel Freude und Frieden erfüllt. Und die Menschen waren sehr begeistert und andere Menschen, die konnte ich, habe ich gemerkt, die brauchen wirklich ganz viel Bewegung,
Ich gebe einen Impuls, dann kommt was zurück und dann kann ich den verstärken. Und auch in dieser wilden Aktivität auch zu sehen, es taucht alles in diesem einen Raum auf. Und da bin ich sehr dankbar. Und du arbeitest ja auch mit Körpern beruflich, gell, Nicole? Und da habe ich das immer so erlebt, wie man zusammen mit einem Menschen sein kann und diesen Raum von Vertrauen und Möglichkeit anbietet. Weil ich stelle mir nicht vor, ach, der ist jetzt ganz steif, den falte ich jetzt zusammen und klappe ihn wieder auf, sondern was kann der im Moment erfahren, indem ich ihn halte? Ja, mich erinnert das auch an ein Bild von heute Morgen. Ich wohne ja hier so ganz in den Bergen oben und es ist so wunderschön gerade mit dem schönen Wetter und ja, so ein Geschenk. Ich hatte gar nicht damit gerechnet nochmal. Und wenn ich dann runterfahren muss durch so eine Schlucht, dann ist es immer ganz schwierig. Ich habe Widerstand. Ich will einfach nie runter. Und ich kenne das aber. Ich weiß, wenn ich dann unten bin, ist okay. Und dann habe ich halt auch wirklich so mit diesem Gefühl gespielt. Also so, ich gehe jetzt wieder durch meine Schlucht, durch meinen Widerstand und bleibe aber einfach in diesem Zeugenbewusstsein, in dieser Offenheit. Was begegnet mir unten? Ja, was begegnet mir? Ich muss den Baumarkt, ich muss den Reifeisen, Pferdefutter holen und dann noch einkaufen, Tankstelle. Also so viele Dinge, die dann auf mich einprallen, wenn ich aus dieser Stille hier oben runterkomme. Und diese einfache Übung, dass alles, was mir begegnet auf diesem Weg, ja, von dem Kind am Parkplatz über den Kassierer, über die genervte Frau, die irgendwas zurückgeben wollte an der Kasse und ihr ganzer Körper war vor mir. Und einfach, ich stand da und das ging 10 Minuten, musste ich vor ihr warten. Und ihre Anspannung, sie hat alle angeschrien und den ganzen Baumarkt durcheinander gebracht. Und in diesem Moment immer wieder zurückzugehen auf meinen Berg, auf mein Zeugenbewusstsein. Ich muss dann mir schon auch immer sagen, hey Corinna, du kannst gleich wieder heim, keine Sorge. Aber, und dann passieren diese wunderbaren Momente. Also dann plötzlich verändert sich etwas und die Menschen, das nenne ich ihr Raum, das Wunder, also zeigen sich plötzlich, ja, weil sie diese Offenheit spüren und eine ganz verklemmte Situation wird plötzlich ganz weit. Ja. Es kann nur die Art und Weise sein, wie man sich einen schönen Tag wünscht. Beim Abschied an der Kasse. So, und also im Prinzip ist für mich dieses Gespräch, das wir jetzt führen, so dieses Erinnern an dieses ständige Weben, also dass wir immer wieder in dieser Kontraktion stecken, im Widerstand, in der Isolation und dann wieder in der Hinbewegung zum Gemeinsamen, zum Wir, zur Begegnung und das auch wirklich diese Fluenz geschehen zu lassen. Also dass es gerade das, dieses Hin- und Herwebende, eigentlich das ist, was zumindest würde ich jetzt sagen, aus unserem Kreis, was ich mitnehmen würde, dass es genau das ist, worum es geht. Nicht das eine oder das andere, ja. Wie auch in dieser Stille. Also ich sage das jetzt eher für die Zuhörer, weil diese Stille, die wir jetzt gerade hier haben, die könnte jetzt ja ewig weitergehen. Ich glaube, wir könnten jetzt eine Stunde so sitzen bleiben. Ich weiß nicht, ob man das spürt, wenn man das nachhört in der Aufzeichnung, aber wie auch diese Stille genauso ihren Platz haben kann und darf, wie das Gesprochene.
Ja, die Kunst ist es, die Sachen zu verlangsamen. Das, was sonst immer so schnell passiert, unsere Reaktion auf Dinge, die uns zustoßen, da quasi eine Art Zeitlupe einzubauen, zu gucken, eben das zu bezeugen, was wird bei mir angeschoben dadurch und habe ich wirklich eine Wahl, kann ich eine Wahl daraus kreieren, allein dadurch, dass ich jetzt im Zeugenbewusstsein bin und der Raum bin, wo die ganzen Sachen auftauchen. Also dieses Bewusstsein, was immer da ist und auch nicht lokalisiert oder zeitlich begrenzt ist, das ist ja das Stabilste, was wir jemals erfahren. Also was Stabileres gibt es gar nicht in unserem Leben, weil das immer da ist. Egal wie es uns geht, egal was für eine Verletzung da ist, körperlich, emotional, dieses Bewusstsein ist immer da. Und das finde ich jetzt, man nennt es jetzt den direkten Weg, dass man sich damit verbindet und von da aus wieder auf die Welt zugeht. Mit einem offenen, liebevollen Herz und dann dann spüren wir diese Einheit und sind berührt und können andere berühren. Und was ich mit Wir-Raum-Praxis dann meine, was das ergänzt, also einerseits dieser direkte Weg, wo ich mich immer wieder mit meinem Bewusstsein, mit meiner Liebe verbinde und dann jetzt, was wir machen, dass wir quasi aus dem grobstofflichen Gemeinschaft über die subtile in auch wieder zurückkommen in die kausale Gemeinschaft, wo einfach alles auftauchen kann. Und da kann dann echte Kreation stattfinden. Und es ist schön, dass wir das hier per Zoom machen können. Wir haben hier das Südschwarzwald, Bayern, Rosenheim und Nicole, wo bist du? Aus dem Ruhrgebiet. Ja. Michael, was denkst du denn? Wir sind so fast am Ende unserer Zeit, also der Zeitlosigkeit, der Zeit gebunden auf heute, diesen Moment. Was wünschst du dir für diese kommenden Abende? Wozu lädst du uns ein? Ja, das ist quasi eine Reise in ein Gebiet, was wir nicht wissen, dass wir es nicht kennen. Aber wo es eine große Sehnsucht gibt, diesen Zustand zu erleben. Oft wird es dann mit einem Moment der Gnade bezeichnet. Und wir haben die Möglichkeit, da den Zugang selbst gemeinsam zu erschaffen, zu kreieren. Und da zu dieser Reise lade ich ein und da wünsche ich mir Begleiterinnen, so wie ihr zwei jetzt, dass wir uns da einlassen und quasi schonungslos die Wahrheit sagen. Also Wahrheit in dem Sinn, was geht in mir vor, was bewegt mich und nicht über was würde ich gerne sprechen, sondern auch von innen heraus reden. Ich möchte nicht sagen, das ist wie eine Beichte, aber gibt es Qualitäten, die jetzt da entsprechend sind. Man spricht die Wahrheit, teilt es und dadurch löst es sich auch in gewisser Weise auf oder die Wirksamkeit wird weniger von dieser, dieser Wahrheit. Also das heißt, ich kann mir das jetzt sehr gut vorstellen nach dieser Einleitung, weil ich es einfach auch erfahren habe und spüre, dass es auch immer wieder diese Rückkopplung gibt an diesen Zeugenraum, an dieses Bewusstsein, an diese Stille, in dem das Nicht-Geformte für uns auch teilbar ist, ebenso, also wie,
Also wir werden jetzt nicht 5 oder 6 Abende Schattenarbeit per se machen und unsere Widerstände aufbrechen, dann komme ich nämlich nicht. Nein, es fühlt sich so an, dass du einlädst, durch diese Arbeit, also ich nenne es jetzt mal Arbeit, weil es ist ja eine innere Arbeit, sich wahrscheinlich immer stärker auch auf diesen stillen Raum rückzubesinnen, hineinzufallen. Verstehe ich das richtig? Ja, ich will mal wieder einen Kontext schaffen für diese innere Bewegung. Und durch die Themen, die ich angegeben habe für die verschiedenen Abende, ist natürlich auch ein gewisser Schwerpunkt gegeben. Ich orientiere mich auch sehr nach Scott Peck, Stadien der Gemeinschaftsentwicklung. Und das im verbunden eben mit der aqualintegralen Karte, die ich sehr hilfreich finde, um Dinge, die ich erlebe, auch zu verarbeiten und einordnen zu können. Wunderbar, also ich freue mich total darauf. Ich habe jetzt den nächsten Termin nicht im Kopf, weil mein Kopf ist gerade ganz geweitet. Aber ich glaube, es war so in 3-4 Wochen. Hast du den Termin gerade zur Hand oder du, Nicole? Schau mal. Am 24.09. Habe ich auch. In 3 Wochen. In 3 Wochen, am 24.09. dann auch bis um 10. Also das ist eine gute lange Zeit. Also da kann man viel machen, viel erleben. Und natürlich werden wir dann diese Abende auch nicht aufzeichnen, sondern in diesem intimen Rahmen arbeiten. Vielleicht auch, wenn es mehrere Menschen sind, die mit uns gehen, auch in Breakout-Groups, oder dass wir Kleingruppenarbeit vielleicht auch mal machen. Und dann, ich denke, ja, ich freue mich sehr. Und ich danke dir, Michael, dass du uns das anbietest, diesen Raum. Du hast mich jetzt überzeugt, dass ich glaube, da wirklich ein Schatz an Glück zu finden ist, trotz meiner Widerstände gegen diese Bierräume. Hat jetzt gar nicht so viel Kritik heute, gell? Das kommt dann noch. Ja, Nicole, schön, dass du dabei bist, dass wir weiter in diesem Raum uns treffen und ihn bewegen und uns ganz anders wahrscheinlich auch dann über die Monate hinweg, Wochen hinweg kennenlernen. Gerne. Ich freue mich auch.